ADAC GT Masters 2014 Nürburgring. Nach dem Rennen am Samstag durften wir von p1gaming.de in der Box von Schubert Motorsport das langersehnte Interview mit Claudia Hürtgen führen. Und wie das gewesen ist, das seht ihr jetzt. Hallo liebe Motorsportfreunde, ich bin Markus von p1gaming.de und jetzt haben wir sie endlich auch vor der Kamera. Claudia Hürtgen, Fahrerin bei Schubert Motorsport. Claudia, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und ja, deine Karriere liest man so ein bisschen wie ein Bilderbuch, ne? Angefangen mit dem Kartsport 88, dann sind zur Formel 3 mitgefahren, Le Mans 24 Stunden, auch sogar in einem Prototypen. Ja, rüber zu Schubert 2002 und seitdem ja fester Bestandteil, Inventar von Schubert. Was sind auf deinem Karriereweg die schönsten Momente gewesen? Naja, sicherlich die drei Meisterschaften, die ich mit Schubert zusammen gewonnen habe. Dahingehend 2003, 2004 und 2005, das waren wirklich tolle Jahre. Sicherlich jetzt auch die letzten Jahre mit der Entwicklung vom Z4 bis hin zu den einzelnen Erfolgen und Laufsiegen mit dem Z4 GT3. Das ist natürlich am frischsten. Und Slowakia-Ring-Sieg, ich meine, das ist immer, jeder Sieg ist ganz besonders und das war der letzte und der letzte ist immer der schönste. Ja, 2005 als erste Frau die Gesamtwertung der Langstreckenmeisterschaft hier gewonnen. Was war das für ein Erlebnis? Ja, das war natürlich der Höhepunkt. Ich meine, 2003 habe ich die deutsche Tourwagen-Trophäe gewonnen, 2003 die Produktionswagenmeisterschaft. Und dann 2005 sind wir hier zur VLN gekommen, sind das ganze Jahr mitgefahren und haben dann auch da die Startnummer 1 am Ende übernommen. Das sind natürlich Momente, die auch zusammenschweißen und ich denke, deshalb bin ich auch so lange mit Schubert verbunden. Ja, auf jeden Fall schön, dass du auch weiterhin bei Schubert treu bleibst. Das ist schon mal ganz, auch nicht alltäglich so. Ja, wir betreiben ja nur Simracing-Sport. Das, was ihr halt auf der Strecke macht, machen wir am PC. Bist du der Meinung, dass das auch in der Zukunft Bestandteil haben könnte? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe jetzt auch mal so ein bisschen gespielt, beziehungsweise war ich im Simulator, was mein Jahrgang nie vorher gemacht hat. Aber man sieht doch, wie viel Spaß das auch machen kann und wie ehrgeizig man dann auch in dem Moment wird. Also das ist, ja, hätte ich nie gedacht, aber es ist so einfach. Ja. Hättest du mal Lust, sowas mal online zu machen, an so einem Event mal teilzunehmen? Ich glaube, ich bin im Moment noch zu schlecht, um daran teilzunehmen, weil ich weiß, der Dominik macht das oder hat das auch gemacht. Und da muss ich noch ein bisschen trainieren vielleicht, besonders dann, wenn ich nicht mehr aktiv Rennen fahre, dann kann ich mich vielleicht auf sowas mal ein bisschen mehr verstärkt konzentrieren, weil ich arbeite ja auch noch 100% nebenbei sozusagen, also morgens früh um 7 zur Arbeit bis 17 Uhr jeden Tag. Und nehme mir Urlaub fürs Rennen fahren und deshalb ist halt nicht viel Zeit wirklich übrig, um viel zu trainieren bei euch im System. Deshalb, ich halte mir das auch vielleicht dann für meine passive Motorsportzeit. Ja, wir haben ja nun mittlerweile, seitdem es uns gibt, versuchen wir ja den Simracing-Sport mit dem realen Motorsport zu verbinden. Haben durch Schubert Motorsport eine super Möglichkeit bekommen. Anhand der Daten konnten wir eine Modifikation halt entwickeln, die mittlerweile von 60 Fahrern gefahren wird jeden Sonntag. Glaubst du, Simsport wird auch in Zukunft immer mehr in den realen Motorsport reinkommen? Weil es sind ja mittlerweile viele Fahrer, auch in der GT Masters, die sich so vorbereiten. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, so realer das Ganze wird, umso mehr Daten von Fahrzeugen verarbeitet werden im System, umso besser oder für die aktuellen Fahrer natürlich, umso besser, um sich vorzubereiten. Und es macht ja auch Spaß, so realer es wird. Ich meine, wir können das ja beurteilen, wenn wir uns da hinsetzen und fahren. Dahingehend sagen wir, okay, ich bereite mich jetzt mal auf Slowakia-Ring vor, schwierige Rennstrecke. Also mir bringt es was, diese Vorbereitung über den Simulator. Und ich denke mal, so Fahrern wie dem Dominik vielleicht so ja noch mehr, weil sie mit sowas aufgewachsen sind. Ja. Ihr seid hier heute oder vielmehr Donnerstag angereist als Tabellenführende. Heute nicht so ganz optimal nach vorne weggekommen, du konntest Platz 9 konntest du am Ende gut halten? Naja, es ist so, wir wussten, dass wir ein schweres Wochenende vor uns hatten. Wir haben im Vorfeld von diesem Wochenende ja nochmal von der Balance of Performance Gewicht ins Auto bekommen. Dann wussten wir, okay, die Strecke mit dieser engen NGK-Variante ist einfach nicht gut für unser Auto.
Und die Autos sind so nah beieinander, dass halt 7 Zehntel im Qualifying Platz 14 bedeuten. Natürlich waren wir erstmal ziemlich enttäuscht über diese Balance-Veränderung, weil wir haben uns in der Sommerpause sehr gut vorbereitet auf die zweite Saisonhälfte und dahingehend auch viel getestet. Und dass man dann sofort bestraft wird, das war ja schon schwer zu akzeptieren. Und ich hoffe jetzt einfach, dass auch dahingehend uns wieder die Möglichkeit eröffnet wird, in den letzten zwei Saisonrennen aus eigener Kraft aufs Podium zu fahren und nicht nur einfach mitzufahren. Ja, morgen auf jeden Fall eine bessere Startposition. Könnt ihr die Tabellenführung halten? Sind die Chancen gut? Ja, ich meine, wichtig ist einfach, dass man da sich nach dem Wochenende noch vorne aufhält, dass man keine Fehler macht, dass man auf jeden Fall Punkte mitnimmt, auch aus dem morgigen Rennen, und dann sieht man weiter. Und dann kommt halt der nächste Schritt, die Balance für den Sachsenring. Und da hoffe ich einfach, dass wir wieder den Schritt dahin machen, wo wir auch am Slowakia-Ring waren, also die 15 Kilo wieder aus dem Auto raus, weil Gewicht tut dem Z4 sehr weh, im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen. Und das hoffe ich einfach. Ja, du und Dominik, ihr seid ja mittlerweile ein ja, richtig, richtig gutes, eingespieltes Team in der GT Masters beim 24-Stunden-Rennen. Wie viel konnte Dominik in seiner Anfangszeit bei Schubert von dir profitieren? Naja, das ist natürlich schwer für mich zu beantworten. Das muss er beantworten, die Frage. Ich denke mal, wir sind jetzt im zweiten Jahr, fahren wir zusammen hier in der ADAC GT Masters. Ja, wir haben auch jetzt noch die Möglichkeit, um die Meisterschaft zu fahren. Letztes Jahr, im ersten Jahr schon, waren wir mit vorne dabei. Das spricht also für ihn eine gute Kombination. Und die Frage an sich sollte dann der Dominik beantworten. Ja, dieses Jahr, beziehungsweise nächsten Monat, gibt es hier eine große Simracing Expo. Dem Thema Wheel meets Simracing. Wie findest du das, dass sich, so wie wir zum Beispiel als Community, den Kontakt zum realen Motorsport suchen, halt auch mit euch zu Schubert und versuchen, das Ganze zu verbinden? Ja, ich glaube, davon lebt das Ganze ja. So realer es wird, umso mehr Publikum, umso mehr Spiele habt ihr bei diesem System. Claudia, vielen Dank für das Interview. Ich hoffe, ich sehe dich auch mal in der virtuellen Rennstrecke. Vielleicht bekomme ich ja doch mal die Gelegenheit, mit dir gegen dich zu fahren. Ich würde mich freuen. Alles klar. Vielen Dank. Danke auch.